Adolf Hitler, die wahre Geschichte, auch von der Partei Die Basis, von der Juden- und Hexenverfolgung und von den Inquisitoren als Kommunikatoren. Ja, die wahre Geschichte war, viele Leute sagen ja im Moment, in so persönlichen Gesprächen, dass sie das im Moment die Gesellschaft genauso empfinden wie bei Adolf Hitler, Goebbels und so weiter. Ist da was dran oder ist das falsch? Hier unten rechts das rundliche Ding anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Ja, dieses Wirtschaftssystem hier, neoliberale, marktradikale, bösartige, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft existierte genauso zu Zeiten Hitlers wie zu jetzigen Zeiten. Das Wirtschaftssystem, der Rahmen ist der gleiche, denn wir müssen damit rechnen, dass dieses Wirtschaftssystem bis zu 400.000 Jahre alt ist. Es gibt andere Zahlen, so richtige massive Entwicklung dieses Wirtschaftssystems vielleicht vor 200.000 Jahren. Ein Professor sagt, vor 300.000 Jahren schon die Erfindung des Ferntauschhandels als Wesenskern dieses Wirtschaftssystems. Und ja, und dieses Wirtschaftssystem stellt immer eine Diktatur dar, weil es die Erlaubnis darstellt, mit Gehirnwäsche zu arbeiten. Über pseudokommunistische Experimente wie DDR, Sowjetunion, Venezuela und so weiter oder soziale Dreigliederung, über solche Experimente brauchen wir gar nicht zu reden, dass die alles zerstören, Wohlstands- und aber auch glückszerstörend sind, ist klar. Also darin diesen Lösungsweg, der war immer nur ein Irrweg, war eventuell aber auch genau passend im Rahmen dieses teuflischen Wirtschaftssystems, denn irgendwo waren die Revolutionen auch wieder nur ein Geschäft der Waffensparten. Ja, wenn wir uns das nochmal so klar machen hier, Moment. Ah, so, das geht so nicht. Muss ich dahin? Na, bitteschön, hier jetzt aber. Nö, ich muss draufklicken. Ja, so. Wenn wir hier also sehen, Revolution und Kommunismus, dass hier, wenn wir hier irgendwo die Waffensparten, die Stahlsparten und so weiter haben, dann ist es auch klar, dass solche vorteilbringenden Irrtümer auf kommen können, die Menschen aufhetzen und den Volkszorn, einen Volkszorn aufhetzen Richtung, ja, wir müssen die Reichen umbringen und so weiter, denn dann verdient auch man auch gut, indem dann Waffen verkauft werden als Waffensparte und so weiter. Das heißt also immer, vielleicht war auch diese Ausflüge in den Pseudokommunismus und die pseudoplanwirtschaftlichen Systeme auch nur ein Wirtschaftsmodell und ein Geschäftsmodell. Ja, das heißt also, wir können ja mal hier schauen. Ach so, ich brauche das ja nicht zu machen, normalerweise. Wenn wir also sehen, die Marktwirtschaft ist also automatisch immer eine Diktatur, denn was ist das Wesen der Diktatur, dass eigentlich gar keine Wahlfreiheit der Menschen besteht? Und da gibt es eben zwei Wege. Bei Adolf Hitler war es dann irgendwo auch die offene Diktatur und die versteckte Diktatur, in der wir leben. Das ist die pseudodemokratische Diktatur sozusagen, die Diktatur der Sparten mit dem pseudodemokratischen Gesicht. Da ist dann der Mechanismus der Diktatur besteht aus der Gehirnwäsche, so dass die Menschen durch die Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung
gar nicht in der Lage sind, irgendetwas zu wählen, was ihrem eigenen Interessen dienen würde, sondern sie werden eben auch dort nicht immer gleich zum Volkszorne und also aufgehetzt zu Dingen wie, ja, damals zum Beispiel die Aufhetzung zur Inquisition, da wurde die Bevölkerung aufgehetzt zur, ja, letztendlich wahrscheinlich geht es auf die Nahrungssparten und andere Sparten zurück. Da wurde die Bevölkerung über die Inquisitoren als Kommunikatoren mit deren vorteilbringenden Irrtümern aufgehetzt zu einer Wut, zu einer, ja, einem Volkszorne gegen die Hexen, gegen die hübschen Frauen, die dann auch noch Gesundheitswissen hatten und so weiter. Vielleicht steckt dahinter auch die Gesundheitssparte, die sich damit unliebsame Konkurrenz beseitigen wollte, was auch immer. Auf jeden Fall läuft es immer so in der Diktatur der Sparten, der Diktatur der Marktwirtschaft, immer so, dass bestimmte Irrtümer entstehen. Diese Irrtümer führen eine Gehirnwäsche aus, bedeuten einen Volkszorn gegen die Sexualität, wie bei der Hexenverfolgung, einen Volkszorn und heute auch noch, also wir haben ja heute noch, die moderne Hexenverfolgung läuft ja immer noch weiter, also wir haben ja, ja, wenn Sie nur dran denken, wie Frauen als Schlampen tituliert werden, wenn sie ein erfülltes Sexualleben haben. Also wir haben nach wie vor, besteht das Geschäftsmodell sozusagen, Hexenverfolgung und Sexualitätsverfolgung und Sexualitätsunterdrückung gibt natürlich die Marktwirtschaft als Geschäftsmodell nicht auf. Überlegen Sie mal, wo überall in der Gesellschaft Sie Ärger kriegen können oder schlecht angesehen werden, wenn Sie ein erfülltes Liebesleben haben. Also wenn eine Frau vielleicht einen jungen Liebhaber hat, dann wird ihr sofort wird sie sofort in gewisser Weise verfolgt und beschimpft und unterdrückt. Also das heißt, es geht immer darum, dass bestimmte Irrtümer sich dann für bestimmte Sparten, ach, was ist das für ein Mist hier, manchmal macht der Computer einfach Sachen von selbst, jetzt habe ich ihn gestern so gelobt, aber der macht oft Sachen auch von selbst, ohne dass ich was tue. Ja, das heißt also, hier haben wir dann immer diese Irrtümer und die führen dazu, dass zum Beispiel Nahrungshändler und Frühärzte, also jetzt Frühärzte, die also die Konkurrenz der Hexen zum Beispiel, für die das wirtschaftlich ein Problem ist, und Nahrungshändler, für die Konkurrenz eines erfüllten Sexuallebens natürlich störend ist, ja, denn am besten ist es, wenn der Mensch esssüchtig wird durch Unterdrückung der Sexualität, ja, und so kommt es dann zur Gehirnwäsche, das heißt, diese Irrtümer erweisen sich dann als vorteilbringende Irrtümer. Die Wahrheitsträger sterben dann durch den Wettbewerbsdruck aus unter Marktbedingungen sozusagen. Und diese hier können dann ganz viele körperliche Nachfahren in die Welt setzen und werden die Vorfahren der heutigen Nahrungskonzerne und Familien und so weiter. Und hier findet man die Azubis, die Lehrlinge und Azubis der Nahrungs- und der ja, und auch in den Gesundheitssparten, ja, und die dann auch irgendwann es schaffen, sich sogar irgendwie, dass sich Akademien und Universitäten diese Geschäftsmodelle beherbergen, und dann finden sich hier lauter Nachfolger und geistige Schüler, geistige Kinder und körperliche Kinder oder körperliche Nachfahren, geistige Nachfahren
Und so verbreiten sich dann die vorteilbringenden Irrtümer in deren Köpfen aus und dann besteht die ganze Gesellschaft nur noch aus Gehirnwäsche. Ja, und wenn die ganze Gesellschaft nur noch aus Gehirnwäsche besteht, weil ja auch 100 verschiedene Sparten, 100 verschiedene Gruppen von vorteilbringenden Irrtümern ausstreuen und damit unser aller Gehirn waschen, damit ist dann natürlich jede Demokratie immer sofort weg, weil das, was übrig bleibt, ist dann immer nur eine absolute Diktatur. Und die nennen wir ja mittlerweile die Diktatur der Sparten. Ja, und das ist also quasi, da braucht es letztendlich solche Diktaturen, hier pseudokommunistisch, pseudoplanwirtschaftliche Diktaturen erst gar nicht. Die Marktwirtschaft alleine schafft es schon, aus jeder Pseudodemokratie natürlich eine faktische Diktatur zu machen. Und diese faktische Diktatur, sozusagen, ja, hier könnten Sie selbst mal alle Sparten, die Ihnen einfallen, eintragen. Und hier haben wir so einige schon selber eingetragen und nochmal umgedreht, dass Sie ein paar Sachen besser lesen können. Und dann haben wir das im Moment Hauptbild sozusagen, weil es nochmal so richtig schön deutlich macht. Ich guck mal, ja, das ist tatsächlich zurzeit das Hauptbild und wichtigste Bild, weil da halt so wirklich alles deutlich wird, der Diktatur, in der wir leben und so weiter. Und ich habe ja gestern deutlich gemacht, dass solche Begriffe wie Faschismus oder Hitler-Diktator und so weiter nur Vertuschungen sind dessen, dass es sich im Prinzip um die Diktatur der Sparten in der Marktwirtschaft, Marktwirtschaft ist immer gleich Diktatur. Es gibt, das hat ja auch letztens ein Sender sehr schön gezeigt, davon berichtet über ein Buch, das ist wohl schon ein bisschen älter, aber ich habe mit der Dame lange gesprochen, dann telefonisch, dass eben Marktwirtschaft automatisch immer Diktatur ist und überhaupt nicht mit Demokratie einhergehen kann, weil ja diese Gehirnwäsche sozusagen jedes gewünschte Wahlergebnis erzeugt, ja, und wir haben ja im Moment sozusagen, ja, auch wieder, da werden die Menschen aufgehetzt durch vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten, damals bei Hitler waren es ja, vermute ich, überwiegend, und zwar diese wahre Geschichte, ja, die, man kann ganz klar sagen, das ist die wahre Geschichte. Das ist das hinter dem, was Geschichtsschreiber sehen, natürlich gar nicht die Hintergründe, weil ihnen die Ausbildung fehlt, quasi die eigentlichen Dynamiken dahinter sehen zu können. Und es muss so gewesen sein, dass die Waffenindustrie, die Waffensparten, Stahlsparten und die chemischen Sparten, pharmazeutischen Sparten, die ja alle am Verkauf von Zyklon B und Waffen aller Art sozusagen riesige Profite gemacht haben, dass die in gewisser Weise irgendwie erkannt haben müssen, dass solche Kommunikatoren wie Hitler und Goebbels gut geeignet sind, um eben dann ganz viele Produkte wie Zyklon B für die Vergasung der Juden und Waffen und so weiter und Kanonen und Bomben und alles und Kugeln und so weiter verkaufen können. Weil wenn solch ein wahnsinniger Kommunikator dann erfolgreich die Macht übernimmt, dann liefert er auch und liefert auch Kriege und dasselbe läuft wohl auch in den USA heute noch und so weiter. Also das heißt, diese Dinge, das sind die eigentlichen Dynamiken. Die Bevölkerung hat dabei nichts zu sagen. Das ist keine Demokratie. Es ist egal, ob es eine Scheindemokratie und damit Diktatur ist oder ob es eine offensichtliche Diktatur ist sozusagen, das spielt alles keine Rolle, Diktatur ist Diktatur, denn die Menschen haben gar keine Wahlfreiheit, sie werden durch die Kommunikatoren und Manipulatoren zu einem Volkszorn aufgehetzt und dieses Ziel des Volkszorns ist immer, dass die einen so aufgehetzt werden, dass sie die anderen zwingen,
sozusagen zum Konsum, ja, dass sie die Juden aus den Wohnungen bereit werden, die Juden aus den Wohnungen zu reißen und sie dann in den Gaskammern zum gewinnbringenden Konsum von Zyklon B bereit sind zu zwingen. Viele sagen jetzt, wir sind auch jetzt schon wieder so weit, dass wir die Bevölkerung erfolgreich aufgehetzt haben. Die Umfragen sagen ganz klar, die Bevölkerung ist schon jetzt wieder auch zum Volkszorne gegen die Ungeimpften aufgehetzt und ist jetzt auch wieder bereit, diese jetzt ganz direkt einem Zwangskonsum zuzuführen von Produkten der chemisch-pharmazeutischen Industrien im weitesten Sinne oder Sparten im weitesten Sinne. Also strukturell ist das die gleiche Art der ewigen marktwirtschaftlichen Diktatur der Sparten wie damals bei Hitler und ja, und das ist immer das Gleiche, also hier aus den Sparten heraus laufen Geldscheine und vorteilbringende Irrtümer in die Welt, finden sich dann irgendwann durch Evolutionsverläufe, die man ja genau beschreiben kann, letztendlich in den Köpfen von Journalisten, Universitäten, Professoren, Wissenschaftlern, Pseudowissenschaftlern und so weiter. Spielfilmemachern, Politikern, Parteien und so weiter findet sich das alles wieder. Und ja, und dann merken natürlich die Sparten auch, dass zum Beispiel in der Politik jemand ist, wie in den USA zum Beispiel, der vielversprechend ist für die Waffensparten, dass er kriegslüstern erscheint und dann werden vielleicht fließen besonders viele Gelder vielleicht auch in Richtung dieses Politikers, in seinen Wahlkampf hinein, dann wird der Präsident der Vereinigten Staaten und dann bricht er, dann hört er sehr gerne auf Kommunikatoren, die sagen, was weiß ich, die Länder da im Osten, Nahen Osten und so weiter, die fressen ja Kinder oder die schlagen kleine Kinder tot oder haben Massenvernichtungswaffen oder was auch immer dann wird dann in der Bevölkerung wieder ein Volkszorn erzeugt auf diese Länder und dann sind die Leute alle bereit, mit der Armee wirklich kriegslüstern, sozusagen aufgehetzt zum Volkszorne, diese Länder zu überfallen und am Ende verdienen nur diese Waffensparten und anderen Sparten. Das sind die einzigen, die verdienen. Auch dort vielleicht die was weiß ich, wenn da chemische Waffen dabei beteiligt sind oder was auch immer, dann auch noch die chemischen Sparten. Also ja, und so läuft das. Und die Inquisition, also die Judenverfolgung und die Inquisition, also die Hexenverfolgung und Judenverfolgung sind also strukturell auch genau das Gleiche und laufen als Geschäftsmodelle im Prinzip ja auch irgendwo immer noch weiter, eben so irgendwo immer versuchen, wirken sich bestimmte Sparten darauf aus, wiederhin eben ja, und die damals haben natürlich die Nahrungssparten und die Gesundheitssparten erkannt, dass es da Inquisitoren gibt, die sich wunderbar als Kommunikatoren eignen und die dann sozusagen in jedem Dorf, in jeder Region den Volkszorn aufhetzen gegen sexuell attraktive Frauen, sexuell lebendige Frauen, die gleichzeitig auch noch Heilwissen verwalten und damit arbeiten und so weiter. Und dann kann man die Bevölkerung dazu bringen, dass sie zustimmt, dass die Scheiterhaufen brennen und die dann verbrannt werden. So, also als Mahnmal an alle Frauen hier, Sexualität ist hier nicht. Wir wollen Umsatz für die Nahrungssparte und ihr dürft hier nicht so viel Lebenslust und Sexualität machen. Ihr müsst von der Sexualität weglaufen und flüchten, sonst werdet ihr als Hexen verbrannt. Und ja, ihr
denn wir wollen Umsatz für die Nahrungssparten und außerdem wollen wir, dass die Gesundheitssparten so richtig Profite durch Krankheitserzeugung so richtig machen können, denn ihr Hexen, ihr macht uns noch zu viel Richtung Gesundheit, das rechnet sich nicht richtig. Ich rede jetzt übrigens im nicht bewussten Bereich. Also niemand in den Gesundheitssparten hat gedacht, sondern die hatten dann jeweils eigene vorteilbringende Irrtümer, in Art einer Rationalisierung, wodurch sie quasi überzeugt waren, dass die Hexen ja schrecklich den Menschen schaden würden, gesundheitlich. Also solche Rechtfertigungssysteme vorteilbringenden Irrtümer sind natürlich dann immer beteiligt. Also alle Abläufe, von denen ich gesprochen habe, sind alles nicht bewusste Abläufe, weil der Mensch ist ja das Tier der Selbsttäuschung, ja. Wenn ich einen Irrtum glaube, dann kann ich die ganze Welt umbringen und in der Überzeugung sein, dass das genau richtig sei, weil ja sozusagen ich in einem Irrtum drin bin und dann habe ich den Gedanken, ich sei ein absoluter Gutmensch, aber ich bringe trotzdem die ganze Welt um oder mache Milliardengeschäfte und so weiter. Und deswegen, also alles, was ich gesagt habe, ist natürlich nicht bewusst, ja. Und denn Gehirnwäsche, die Sparten selber glauben auch ihre vorteilbringenden Irrtümer und halten sie für Wahrheiten. Und das macht ja das ganze System so gefährlich, dass es eine Marktwirtschaft, diese Diktatur der Sparten, immer, dass alle überzeugt sind, im Besitz von Wahrheiten zu sein, obwohl alles nur Gehirnwäsche und alles nur Irrtum und Unwahrheit ist, ja. Ein System hundertprozentiger Unwahrheit, in dem alle unser Leben ruinieren, uns krank machen, werden alle krank ernährt, die Nahrung, die wir bekommen, macht uns krank, alles zerstört unser Leben und immer wieder wird die Bevölkerung zum Volkszorne aufgehetzt, wenn irgendwelche Leute zu wenig konsumieren. Dann werden sie halt gezwungen zum Konsum denn der Volkszorn, der sagt dann, die müssen mit Gewalt zum Konsum von Zyklon B oder Imp B gezwungen werden oder was auch immer. Ja, es geht immer darum, die Leute, also einen Volkszorn aufzuhetzen. Och, und diese Hexen da mit, och, diese, die ganzen Männer verführen und so weiter zu sexueller Lust und so weiter. Und das geht ja gar nicht, ja, sondern der Volkszorn sagt, die müssen verbrannt werden und am Ende dann die Menschen sollen sich dem Konsum, dem Kaufen von Nahrung und so weiter widmen und nicht irgendwie sexuellen Spielen, die sie nur da abhalten von der Esssucht und der Konsumsucht und der Kaufsucht und der Shoppingsucht abhalten, ne? Ja, das ist wohl die gesamte wahre Geschichte und so funktioniert unsere Welt. Also Marktwirtschaft ist immer tausendprozentige Diktatur, egal wie sehr das Mäntelchen Scheindemokratie, Pseudodemokratie darüber gehängt ist. Alles ist den Leuten nicht bewusst. Auch die Politiker denken natürlich, sie hätten es mit einer Demokratie zu tun. In Wirklichkeit ist alles nur Diktatur der Sparten, vorteilbringende Irrtümer. Die ganze Welt besteht nur aus Unwahrheit. Es geht überall nur oder um. Mit diesen vorteilbringenden Irrtümern immer die Menschen dazu zu bringen, dass alles, was geschieht, den Menschen schadet, auch den Reichen, den Milliardären schadet, allen schadet, unser aller Leben zerstört. Die Marktwirtschaft ist der Horrortrip der Evolution. Das ist das in der Evolution, was alles zerstört. Und diese unendliche Diktatur der Sparten, ich glaube, wir haben keine Chance. Wir sehen es ja. Immer wieder gelingt es, dass die vorteilbringenden Irrtümer, dass die Sparten es schaffen, den Volkszorn zu erzeugen, so dass der Volkszorn dann also quasi in vorauseilendem Gehorsam sozusagen, der Volkszorn sozusagen
sagt, ja, wir müssen die Menschen zwingen zum Konsum von XYZ, von Imp B, von Zyklon B, von Waffen, von Bleikugeln, von Granatsplittern und ja, und damit eben die Spaten schön verdienen, ja, und genauso die Sozialspaten, ja, die hetzen uns alle zum Volkszorne auf, dass wir sagen, ja, wir müssen doch den Mindestlohn erhöhen und wir müssen doch gewerkschaftliche Tarifverträge machen und so weiter und hetzen die Leute auf zum Volkszorne, dass sie sagen, ja, Streiks müssen sein und so weiter, auch wenn sie noch so unendlichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten, die müssen sein. Denn, ja, und das Resultat von dem Ganzen, was dann geschieht, ist, dass es wieder noch mehr Arbeitslose gibt, noch mehr Langzeitarbeitslose, noch mehr Obdachlose, noch mehr Sozialfälle. Und dann können die Sozialspaten sich wunderbar bereichern. Und gestern habe ich wieder gesehen, in Aktion ständig diese bettelnden, spendenerschleichenden Weltsozialspaten, die NGOs, hier stehen sie, glaube ich, hier, ja. Ach, warum bewegt sich das immer wieder und wird größer? Ja, und diese Weltsozialspaten, ja, das ist letztendlich geht's darum, auch dort wieder nur, ja, so nach dem Motto, alles, was wir tun, ist dafür zu sorgen, dass die Welt immer noch schlechter wird, immer noch mehr Probleme. Dadurch steigt dann die Spendenbereitschaft und wir müssen also quasi als NGOs die Bevölkerung aufhetzen in einen Volkszorn. Das kann doch nicht so weitergehen mit der Umweltverschmutzung und mit der Armut und dem Hunger in der Welt und deswegen muss ich doch moralisch mich selbst und die anderen zwingen dazu zu konsumieren, nämlich irgendwelche Illusionen zu konsumieren. Ah, ich spende jeden Monat 10 € für die NGO XY, denn dann wird ja die Welt besser. Ja, und so alles ist also so. Es werden Stimmungen durch die vorteilbringenden Irrtümer in den Kopf erzeugt, bis hin zum Volkszorne und dann handeln die Leute und ja und immer verdient irgendeine Sparte und kassiert und alles läuft nicht bewusst. Ja, aber ich glaube, jetzt reicht's für heute. Ich glaube, es ist deutlich geworden. Also noch einmal, Adolf Hitler, die wahre Geschichte ist die Geschichte der Marktwirtschaft, die eine nie endende Diktatur darstellt und es sieht so aus, als hätten wir auch gar keine Chance dagegen, denn da die Menschen so gehirngewaschen sind, ja, gerade gestern wieder erlebt, so als einer dieser Kommunenleiter oder Initiatoren, ja, wenn man sieht, dass da überall diese vorteilbringenden Irrtümer in den Gehirnen drinstecken, ja, das, was manche Meister dann auch genannt haben, Ego, Mind, Konditionierungen und so weiter, das ist alles so gewaltig stark. Mit dieser Menschheit, so etwas wie ein glückliches, gesundes Leben, ist, glaube ich, unmöglich, weil einfach diese vorteilbringenden Irrtümer zu stark sind und wir sehen ja, zu was die Bevölkerung im Moment will. Die ist aufgehetzt zum Volkszorne und will wieder, ist wieder bereit, andere, die aus der Reihe springen, zum Konsum von bestimmten Produkten zwingen zu zwingen mit Gewalt und vielleicht auch wieder mit Waffengewalt am Ende und so weiter. Ne? Also da sieht man, das funktioniert immer, das funktionierte zu Zeiten Adolf Hitlers, das funktioniert heute, es wird übermorgen auch wieder funktionieren. Ich fürchte, wir haben bei alledem null Chancen. Tschüssi, bis bald.